Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, eine gut erreichbare wohnortnahe medizinische Versorgung, auch im Krankenhaus, ist ein zentraler Grundpfeiler sozialer Sicherheit. Da sind wir uns hoffentlich einig. Aber der Gesundheitsminister Lauterbach, der sagt nun, dass ein Viertel der bisher stationären Operationen und Therapien zukünftig ambulant stattfinden können und dass er etwa ein Drittel weniger Krankenhausbetten braucht als bisher. Und gleichzeitig, das habe ich gerade mit einer Anfrage auch noch mal klargestellt, gehen in Berlin die Versorgungsgrade mit Fachärztinnen und Fachärzten wie in den anderen Bundesländern auch faktisch überall zurück. Und da frage ich hier ins Hohe Haus, wo sollen die Menschen denn hingehen, wenn das Krankenhaus um die Ecke zugemacht hat und Facharzttermine für Kassenpatientinnen und Kassenpatienten in 3 oder 5 Monaten zur Verfügung stehen? Diese Frage muss Karl Lauterbach beantworten. Angesichts dieser Lage haben alle Bundesländer in einem bemerkenswerten Papier grundsätzliche Änderungen an der Krankenhausreform gefordert. Noch bemerkenswerter ist allerdings, dass Karl Lauterbach dieses Papier einfach zur Seite legt und die Bundesregierung in der vergangenen Woche die Krankenhausreform ohne Änderungen und ohne Zustimmungspflicht des Bundesrats beschlossen hat. Wir als Linke sagen, ja, wir brauchen Reformen angesichts des Fachkräftemangels und der Digitalisierung. Aber wir brauchen keinen Abriss à la Karl Lauterbach, sondern eine Gesundheitssystemreform, die neue Wege beim Zusammenspiel von ambulanter und stationärer Versorgung geht und die wohnortnahe Versorgung für alle Menschen unserer Stadt sichert. Und da der Bund nun gefährlich herumstümpert, müssen wir als Land selbst etwas tun für unsere Berliner Krankenhäuser. Denn nach 20 Jahren wettbewerblicher Finanzierung über die Fallpauschalen sind unsere Krankenhäuser in schwerem Fahrwasser. Insgesamt 400 Millionen Euro Verluste werden die Berliner Krankenhäuser voraussichtlich in diesem Jahr schreiben. Mehr als die Hälfte davon bei Charité und Vivantes, unseren landeseigenen Häusern. Und gegen die Verlustausgleiche für Vivantes durch das Land haben Krankenhausträger, private und gemeinnützige geklagt. Und ich sage es mal ganz klar, wenn Sie mit Ihrer Klage Erfolg haben, dann ist Vivantes von einem Tag auf den anderen pleite. Das wäre der größte anzunehmende Unfall für die Gesundheitsversorgung unserer Stadt. Aber die Kläger sind bereit, ihre Klage zurückzuziehen, wenn mit ihnen über die Zukunft der Berliner Krankenhäuser gesprochen wird. Sie sind bereit, enger zusammenzuarbeiten und Konkurrenz hinten anzustellen. Und ich fordere den Senat und den regierenden Bürgermeister hier auf, lassen Sie das nicht einfach laufen, laden Sie die Träger auf einen Krankenhausgipfel ein und reden Sie endlich mit ihnen. Und was das Land nun zur Zukunftssicherung anbieten kann, das haben wir in unserem Antrag niedergelegt. Erstens, stocken Sie die Investitionen auf eine bedarfsgerechte Summe auf. 192 Millionen Euro stehen im nächsten Jahr im Haushalt. 450 bis 500 Millionen werden auch vor dem Hintergrund des Sanierungsstaus nach heutigen Preisen gebraucht. Aber wir sind natürlich als Linke auch nicht blauäugig. Das geht nicht aus dem laufenden Haushalt. Deswegen werden Sie kreativ. Nutzen Sie innovative Instrumente wie landesfinanzierte Kredite der Träger, die wir als Rot-Grün-Rot schon mal vorbereitet hatten. Und, ich sage es auch, die Schuldenbremse muss endlich weg. Zweitens, es wäre doch klug, nicht nur Charité und Vivantes bei der Schaffung guter Arbeitsbedingungen zu unterstützen, sondern alle Krankenhausträger. Schaffen Sie einen Fonds für gute Arbeit, in dem alle Träger antragsberechtigt sind. Das ist unsere Idee. Ob die Träger Entlastungstarifverträge abschließen oder ob sie die 30-Stunden-Woche testen wollen, all das machen Berliner Träger schon. Wenn alle mitmachen können, dann hilft das beim Halten von wertvollen Pflegekräften in ihrem Beruf und es lässt sich auch der Klage entgegensetzen. Ganz klar, ohne Pflegekräfte, ohne Ärztinnen und Ärzte, ohne Reinigungskräfte, ohne Technik, ohne Köchin oder Securities ist alles nichts. Wir müssen an dieser Stelle auch mal den Beschäftigten in den Krankenhäusern für ihre Arbeit danken. Gestern haben Sie, liebe Frau Senatorin Ina Ciborra, das kam eben schon in der Fragestunde, den Prozess zur Krankenhausplanung gestartet. Aber alle wissen, dass wir über die Sektorengrenzen hinwegblicken müssen. Wir müssen uns den niedergelassenen Bereich, die Pflege und die Krankenhäuser zusammen anschauen, denn das sind kommunizierende Röhren. Und das Ganze müssen wir mit Daten über unsere zukünftige Bevölkerung verzahnen. Und ich weiß schon, was Sie darauf sagen werden. Sie sagen darauf, das steht nicht im Landeskrankenhausgesetz und das geht nicht. Aber ich kann auch sagen, da hilft mal ein Blick nach Brandenburg. In Brandenburg wird genau das gemacht. Die haben das Land in Versorgungsregionen unterteilt, erheben gerade Bevölkerungs- und Sozialdaten, gucken sich die Gesundheitsstruktur an und gucken, was sie rund um die Krankenhäuser an Versorgungsstrukturen, Ärztinnen, Ärzte, Pflegeeinrichtungen brauchen. Ein gutes Vorbild, das sollten wir als Berlin nachmachen, eine integrierte Gesundheitsplanung. Ich fasse zusammen.
Die Berliner Landespolitik kann handeln, um unsere Krankenhäuser für die Zukunft aufzustellen. Starren wir nicht auf Karl Lauterbach wie das Kaninchen auf die Schlange, sondern legen wir hier vor Ort endlich los. Diese Stadt verdient eine aktive Gesundheitspolitik. Dankeschön.